Ich darf zitieren: Asylanträge sollen künftig nicht mehr in Österreich möglich sein, sondern nur mehr an der EU-Außengrenze. Oder jeder weiß, dass Österreich nicht nochmals 90.000 Menschen aufnehmen kann. Oder die Asylobergrenze von 37.500 ist notwendig, um den sozialen Frieden in diesem Land zu erhalten. Alle diese Zitate, Herr Karner, stammen von einer Dame, die Ihnen nicht unbekannt ist. Es ist Ihre Vorgängerin im Innenministerium, eine gewisse Johanna Mikl-Leitner unseligen Angedenkens, in der Zwischenzeit Landeshauptfrau von Niederösterreich und Expertin für Beratung in Ballkleidfragen. Meine Damen und Herren, alles leere Phrasen.